Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Fallout New Vegas. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich hier drin bin und nicht vor der Webcon-Anlage. Und zwar, ich habe meine Sachen, alle die ich in Pyrm hatte, hier, jetzt rüber in mein Zimmer bei Novek reingetan. Ich habe jetzt hier Krimskramkiste, hier so ein bisschen Heilung und so. Ich habe hier in Safe die ganzen Waffen reingetan, die ich nicht brauche. Ich habe hier in den Schrank den ganzen Schrott reingetan, was da schon eine Menge zusammengekommen ist hier. Und ich habe die Kleidung hier reingetan, die ich nicht brauche. Und das ganze Essen und sowas hier rein. So, da habe ich gedacht, vielleicht nehme ich eine Medizinkiste hier. Aber ist erstmal unpraktisch. Und zweitens habe ich mir gedacht, hier, das größtenteils ein Heilmittel, zum Beispiel Stimpak, das wiegt nichts. Das hat einfach kein Gewicht. Und somit, warum sollte ich das irgendwie hier lassen, wenn ich das die ganze Zeit bei mir schleppen kann? Was kein Gewicht hat, habe ich einfach mal in mein Inventar gelassen. Fand ich am sinnvollsten. Sonst hier, warum habe ich. Achso, Bones Barrett kann ich nicht ablegen. So, jetzt haben wir hier Brillenhelm und Lederrüstung verstärkt habe ich an. Und als Waffen habe ich die 9mm Maschinenpistole, Cowboy-Repetierer, Dienstgewehr, Kampfmesser und Schaufel mitgenommen. Schaufel, um halt Gräber auszugraben. So, ich habe gedacht, für die Waffen habe ich relativ viel Munition. Die Waffen sind in gutem Zustand und machen halbwegs viel Schaden. Gut, jetzt haben wir hier alles gezeigt. Jetzt gehe ich mal raus. Habe ja alles Wichtige mitgenommen. So, Gewicht nur 45 und 250 kann ich mitschleppen, also ordentlich was dabei. Jetzt gehen wir wieder zur Webcon, Testgelände und machen dort weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. So. Ladezeit wegcutten ist für mich eigentlich nicht so groß aufwendig, aber die Mini-Ladezeit kann man ja drin lassen. Weiß nicht. So, hier sind wir stehen geblieben, die schöne Rakete. Letztes Mal war es Nacht, aber weil ich so lange gebraucht habe, ist es halt Tag geworden. Aber am Tag sieht man halt mehr. So, erstmal nehmen wir einen Cowboy-Repetierer. Finde ich nicht schlecht. Wir gehen mal rein, da sind schon die ersten Gegner. Wo sind die Gegner? Da ist ein Gegner. Komm, zwei Headshots sollten ausreichen. Nice. Wir sind kurz vorm Level up. Der hatte Kronkorken. Der hatte auch nettes Zeug. So, wir gucken erstmal die Umgebung an. Ob da hier draußen irgendwas Nützliches ist. Da ist bestimmt was dabei. Da ist eine Kiste. Ist leer, aber Munitionskiste. Nice. Da ist nix. Da ist auch Munition. Darum immer schön alles durchsuchen. Und schön hier die Sachen ein bisschen wegräumen. Da kann jederzeit irgendwo was Gutes versteckt sein. So. Da ist doch bestimmt auch was dahinter. Ich laufe mal einmal um das Gelände rum. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen wollt. Ihr könnt ja gerne einen Kommentar schreiben, ob ich jetzt wirklich alles hauchklein durchsuchen soll. Also jede kleinste Ecke. Oder ob ich mehr einfach durchrennen und die Quest erledigen soll. Auf jeden Fall einfach in den Kommentaren schreiben, da weiß ich Bescheid. Oh, da ist ein Hintereingang. Interessant. Sonst ist hier nichts Besonderes. Scheinbar. Gut, dann. Warte, hier ist ein Aschehaufen. Ja, nett. Hier sind noch Kisten. Nice. So, da gehen wir mal rein und schauen, was uns da drin erwartet. Webcon-Anlage. Betreten wir mal. Hey, Sie da drüben, hören Sie mich? Gehen Sie in den großen Raum an der Ostseite dieses Gebäudes und folgen Sie der Metalltreppe bis ganz oben und beeilen Sie sich. Wer sind Sie? Ich
bin, spielt keine Rolle. Glatthaut. Vergeuden Sie keine Zeit und sehen Sie zu, dass Sie da hochkommen. Das ist auf jeden Fall ein Ghoul. Wo finde ich Sie? Wie gesagt, müssen Sie die Metalltreppe im großen Raum auf der Ostseite des Gebäudes suchen. Dort wurden früher Raketen hergestellt. Sagen Sie mir nochmal, wie ich Sie finde. Okay, das ist jetzt... Großer Raum. Metalltreppe. Ostseite des Gebäudes. Zu viele Silben für Sie. Ja. In Ordnung. Auf geht's. Oh, ein Supermutant. Nachtvolk, okay. Ich nehme mal mit, solange ich Platz habe. So, das war auf jeden Fall ein Ghoul. Hat man eine Stimme schon geahnt und allein schon, weil er mich Glatthaut genannt hat, deutet alles darauf hin, dass das ein Ghoul ist. Gut, Ostseite, das ist die Ostseite. Wollen wir aber zur Ostseite? Ne, ich gehe erstmal. Ich durchsuche alles ganz gemütlich. Oder ist da hier ein Nachtvolk und sie töten mich? Oder sind das Gude? Hallo, Gude! Wunderkleber, ja, ja. Sehr viel Müll. Lange Zigaretten. Ich rauche nicht, aber ich nehme das trotzdem mit. Ja, lecker, lecker, yummy, yummy. Ist der Hinterausgang? Nee, noch nicht. Kann man hoch. Oh, das ist hier alles sehr verwinkelt. Jetzt sind wir erstmal hier lang unterwegs. Warte, war da. Nee, da ist nichts Interessantes. Das ist die Ausgang. Ah, ich wurde angeschrieben, tut mir leid. Kurz offline gehen auf Steam, bevor ich weiter angeschrieben werde. So, wie schon gedacht, hier ist der Hinterausgang. Packen wir die Waffe weg. Lol, ich bin unfähig, da rüber zu gehen. Okay, hier mal die Treppe hoch. Hallo. Okay. Boah, es ist alles verwinkelt. Warte, ich tu mal den Kollegen hier einen Gefallen und ich mach einfach das, was er gesagt hat. Warum blutig? Okay, interessant. Ich gehe einfach in der Ostseite. Woher kommst du denn her? Das ist die Ostseite. Er meinte Ostseite. Metalltreppe, ist das Metall? Egal, ich gehe mal einfach hoch. Hoffentlich wäre ich nicht hier zu schnell zu schwer. Stimpack kann man immer gebrauchen. Hallo! Ich sollte mal treffen, ne? Ich hab so kalte Hände. Nein, da komme ich nicht hoch. Ich wasche mal ein bisschen mehr durch. Ah, das ist aber eine lange Kill-Animation. Level up! Gut, jetzt müssen wir mal gucken, auf was wir skillen. Ja, mal gucken.
Wie viel? 16 Punkte haben wir zur Verfügung. Machen wir Wissenschaft auf 55. Werden wir schon eine Zahl haben. Sprache machen wir 45. Ich glaube, da war etwas. Da hat man 45 gebraucht. Medizin sind wir mit 50 eigentlich noch relativ gut vertreten, finde ich. Reparieren ist auch wichtig. Die restlichen 4. Soll ich das in Sprengstoff reinstecken? Dann Schusswaffen. Auf jeden Fall benutze ich am meisten Schusswaffen. Also stecke ich mal 4 Stück da rein, oder? Warte, ich stecke 2 Stück da rein, dann mache ich das gerade. Ups, sorry. Bin dagegen gekommen. Obwohl. Energiewaffen benutze ich kaum, ne? Komm, stecke ich mal in Schusswaffen rein. So. Oh, kein extra. Diesmal kein extra. Ja, nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Schaden tut es nicht. Ich gehe mal erstmal weiter. Hallo. Sieht schon mal sehr interessant aus hier der Raum. Ein Terminal. Und ein verschlossener Safe. Komm. Ja, da. Ja, ganz nett, ne? Ne, bleibt mal drin im Müll. So, hier sind ganz viele Schrottbücher. So, Terminal, jetzt kommt es wieder mit dem Vorlesen. Was ich am schlechtesten kann hier. Lagerraum, Terminal, Webcon, interne Korrespondenz an Steve Reynolds, Projektmanager der Raketenanlage von Bill Levy Haustechnik. Hi Steve! Der gewünschte Umbau des alten Generatorraums zum Lagerraum ist abgeschlossen. Falls Sie an den Safe müssen, das Kennwort ist Webcon mit 3 und 0, okay? Vielen Dank, Bill. Antwort Ruhestand. Webcon interne konsolidiert an Steve, Projektmanager, bla bla bla, von Martin Neimeyer, leitender Techniker. Hallo Stevie. Nun, ich kann kaum behaupten, dass ich überrascht bin. Sie waren ja immer schon ein falscher 50er, okay? Das ist schon ein Sprichwort. Falscher 50er, schon als wir vor all den Jahren hier anfingen. Ich schätze, irgendwer muss schuld sein an allem. Da kann's auch gleich Ihr alter Freund sein. Der Unfall wäre nie passiert, wenn Sie das Team nicht so getriezt hätten oder die Mittel für wirklich kompetentes Personal bereitgestellt hätten. Ich gehe liebend gern in den Ruhestand. Bin froh, wenn ich sie und diesen traurigen Laden nicht mehr sehen muss. Martin. So, am Anfang habe ich schön vorgelesen, aber dann zum Ende hin habe ich richtig verkackt. Ich habe eine Notiz dazu bekommen. Ich muss mal die Notizen alle mal lesen, aber ich bin zurzeit nicht so lesefreudig. Oh, knacken, knacken. Easy. Das Hacken alter Schule. Noch ein Terminal. Hallo? Noch ein Terminal. Mitarbeiterterminal. Hallo? So, ich lese mal das irgendwann später. So, Osten meinte er. Osten, Osten. Wir sind doch hier die ganze Zeit am Osten. Metalltreppe, ist das eine Metalltreppe? Nein. Ich glaube, das würde dann besonders auffallen, wenn es die Metalltreppe ist, was er meint. Hallo? Ups, wo geh ich hin? Da leuchtet was. Warte.
Das ist auf jeden Fall Osten. Das ist eine Metalltreppe. Ja, jetzt frei A und stirb. Nachtvolk. Ganz viele tote Gut. Also. Oh, okay. Kadaver. Nee, die Beine nehme ich lieber nicht mit. So, das, vielleicht meinte er die Treppe hier. Das ist eine Metalltreppe. Vielleicht ist er hier oben drin. In den Raum. Sprechanlage, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Okay, Glatthaut. Ich lasse Sie rein, aber passen Sie auf, was Sie tun. Denn ich werde auf jeden Fall darauf aufpassen. Ja. Gott, sind Sie hässlich. Gehen Sie nach oben und reden Sie mit Jason, bevor ich von Ihrem Anblick noch kotzen muss. Lol. Hä, hey, Sie sind kein Ghoul? Sag ich mal einfach. Ihre Streiche ziehen bei mir nicht, Glatthaut. Und bei Jason auch nicht. Glatthaut, Ihre Haut sieht für mich aber auch ganz schön glatt aus. Hören Sie auf, mir meine Zeit zu stehlen, Glatthaut. Stehlen Sie lieber die von Jason. Okay, ich glaube, die sind etwas gestört. Ah. Das ist definitiv kein Glatthaut. Guten Abend. Ich folge ihnen mal, ne? Ich glaube, der führt mich dahin, wo ich hin soll. Oder? Junge, willst du mich verarschen? Ne, du bist ein falscher Typ. Du bist auch ein normaler. Langweilig, langweilig. Ha? Ah, Jason. Hallo, Wanderer. Vergeben Sie uns unsere bescheidene Behausung. Unsere wahre Heimat erwartet uns in der weiten Ferne. Sind Sie gekommen, um uns bei der langen Reise zu helfen? Ich bin hier, weil ich würde Gude nach Nora verirrt haben. Okay, warte, ich gucke, was für Sachen, was ich eigentlich mit Menschen, der hier... Ja, das frage ich mir erstmal. Was ist mit dem Menschen, der mich reingelassen hat? Sie meinen Chris? Ich bezweifle, dass Sie viel Glück hatten, wenn Sie ihm erzählen wollten, dass er ein Mensch ist. Wir hatten dieselbe Diskussion, als er hier aufgetaucht ist. Ebenso ohne Erfolg. Er hält sich für einen von uns. Schon bald stellten wir fest, dass Chris ein Geschenk des Schöpfers ist. Er ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der langen Reise. Okay. Was ist die lange Reise? Frage ich mal erstmal. Wir wollen der Barbarei des Ödlands entkommen. Insbesondere der Gewalt und der Intoleranz seiner menschlichen Bewohner. Der Schöpfer hat meiner Herde ein neues Land versprochen. Einen Ort, an dem sie Sicherheit und Heilung finden. Ein Paradies in der weiten Ferne. Die Vorbereitungen für die lange Reise waren fast abgeschlossen, als die Dämonen auftauchten. Dämonen? Okay. Ich frage mal, was... Ich möchte mehr über diese Dämonen wissen. Die Dämonen erschienen aus dem Nichts. Vielleicht wäre es noch korrekter zu sagen, dass sie überhaupt nicht erschienen sind. Die Dämonen sind unsichtbar. Man erkennt ihre Position nur an einem Schimmer der Luft, wie Sonnenlicht auf Wasser. Das Nachtvolk. Sie fielen eines Morgens über uns her, als wir auf dem Weg zum Gebet waren. Wir hatten gerade den Keller betreten. Eine Herde kämpfte tapfer und tötete sogar ein paar. Aber zu welchem Preis? Fast die Hälfte von uns ist tot oder wird vermisst. Der Rest von uns zog sich nach hier oben zurück. Einer der Dämonen fauchte uns wild an, aber seitdem haben sie nicht mehr versucht, uns anzugreifen. Dennoch sorgt ihre dämonische Anwesenheit dafür, dass es derzeit keinen Fortschritt bei der langen Reise gibt. Aber jetzt sind sie ja da. Erneut schickt der Schöpfer einen Menschen, der uns bei der Überwindung eines scheinbar unüberwindbaren Hindernisses hilft. Okay, also die Dämonen sind das Nachtvolk, das war einer dieser komischen, das sind das Supermutanten auf dem Berg, die irgendwie ein bisschen komisch sind. Naja,
Sind hier welche? Wie wollen Sie die Reise antreten? Die Modalitäten der langen Reise sind eine Glaubenssache und werden mit Außenseitern nicht besprochen. Ah, okay, ich bin ein Außenseiter, okay. Danke, danke. Wer sind Sie? Ich bin Jason Bright, der Prophet der langen Reise. Alle Gude, die Sie hier sehen, gehören meiner Herde an. Okay, okay. Was ist diese weite Ferne? Ich habe es nur in Visionen gesehen. Aber was ich gesehen habe, ist ein absolutes Wunder. Wow. Es ist ein Ort des Lichts und der Heilung. Und ich spüre in meiner Seele, dass meine Herde dort sicher sein wird. Okay. Das sage ich gleich auch, aber erst gleich. So, ich frage erst, ich bin hier, weil ich wilde Gude nach Novak verirrt haben. Und sie haben sie wie Tiere niedergeschossen, nicht wahr? Diese Gude waren Teil meiner Herde, auch nachdem der Wahnsinn ihren Geist verzerrt hatte. Wir ließen sie nie frei umherwandern. Wir verwahrten sie sicher im Erdgeschoss. Wir hielten sie unter Verschluss. Die Dämonen müssen sie irgendwie freigelassen haben. Und jetzt sind sie auf ewig verloren, ohne die Erlösung und das heilende Leuchten der weiten Ferne zu kennen. Denken Sie bitte daran, dass jeder wilde Ghoul, den Sie verschonen, eine Seele ist, die wir später retten können. Sobald der Weg frei ist, begleiten uns unsere wilden Brüder und Schwestern auf der langen Reise, sofern noch welche übrig sind. Sollte ich nicht erzählen, dass ich jetzt ungefähr 10, 15 Stück da unten getötet habe? Sie sagen, einer der Dämonen sei auf sie losgegangen. Ja, über die Sprechanlage. Todesdrohungen für den Fall, dass wir nach draußen gehen. Sicherheitsversprechen, falls wir eingesperrt bleiben. Das ging Stunden so und es ergab nicht immer einen Sinn. Aber nur am ersten Tag. Seitdem Stille. Werden Sie die Dämonen für uns vertreiben? Puhuhu. Auf jeden Fall ja. Ich werde mich um die Dämonen kümmern. Gepriesen sei der Schöpfer. Gesegnet seien Sie. Gesegnet seien wir alle. Sobald der Untergrund frei von Dämonen ist, können die Vorbereitungen für die lange Reise weitergehen. Epcorn Kellerschlüssel hinzugefügt. Okay. Okay, das Nachtvolk aus dem Keller loswerden. Das mache ich auf jeden Fall. Aber warte. Ist der Weg frei? Sag mal was Lustiges. Ihr Name ist weit. Heißt das nicht Strahlemann? Ist ja lustig. Schon bevor ich das wurde, was ich jetzt bin, schon vor dem großen Krieg, trug ich diesen Namen. Wright, der Strahlende. Ein verheißungsvoller Name. Wahrlich hält der Schöpfer eine Bestimmung für jeden Einzelnen von uns bereit. Okay. Ich habe noch nicht um die Dämonen gekümmert. Ich muss auf den Weg machen. Lassen Sie es mich wissen, wenn der Untergrund frei von Dämonen ist. Okay, jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Gibt es hier sonst wem? Hallo. Gibt es sonst wer hier, der interessant ist und mit uns reden will? Sonst sieht es hier relativ langweilig aus. Oh, ist ein Ausgang. Exit. Kommen wir auf dem Dach? Nein. Kommt man hier raus? Ist ein anderer Zugang. Terminal, Mitarbeiter-Terminal. Die gucke ich mir alle später an. War. So, ach so, hier ist nur so ein kleiner Gang, wo es nirgendwo hingeht, ne? Genau, warte. Da war doch hier rechts noch ein Gang. Nein. Okay. Grunddruck nehmen wir mit. So, hier kann man runter. Ich guck mal diesen Mitarbeiterterminal mal an. Öffentlicher Serverzugang. Gemeinschaftsküche. An alle Webcom-Mitarbeiter von Imedi Neimeyer. Hallo alle zum Miteinander. Bitte vergessen Sie nicht, die Küche ist ein Privileg. Kein Grundrecht. Bitte hinterlassen Sie sie in sauberen Zustand. Sie wissen ja, eine saubere Küche ist eine glückliche Küche. Vielen Dank, Emilie. PS,
Bitte nicht vergessen, im Kühlschrank zurückgelassene Nahrungsmittel ohne Datum werden jeden Freitagabend weggeworfen. Versehen Sie Ihre Sachen daher bitte mit Datum. Okay. Willkommen bei Wopco. Ich begrüße Sie, liebe Wopco mit Webcon-Mitarbeiter. Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der Abschluss mit Wopco perfekt ist. Der Abschluss mit Wopco perfekt ist. Ab morgen gehören wir offiziell zu Wopco. Die meisten von Ihnen werden gar keine Veränderung bemerken, außer einer Erhöhung der Zusatzleistungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und nochmals herzlich willkommen in der Wopco-Familie, Steve. Okay, also Wopco und Webcon haben zusammengeschlossen, scheinbar. Besuchspolitik. Hallo zusammen, bitte beachten Sie, dass dies eine private, gesicherte Einrichtung ist. Familienmitglieder dürfen unter keinen Umständen über den Empfangsbereich hinaus. Sollten Sie Touristen in der Nähe der Einrichtung sehen, schicken Sie sie bitte ins Gebäude der Firmenleitung. Falls Sie innerhalb des Gebäudes nicht autorisierte Mitarbeiter begegnen, verständigen Sie bitte umgehend die Sicherheit. Sie wissen ja, nur Sie können Wirtschaftsspionage verhindern. Steve. Okay, ich glaube, das steht bei jedem Mitarbeiterterminal. Jut. Da würde ich mal sagen, ihr könnt ja oben links auf Abonnieren klicken. Rechts habt ihr zwei Videos zur Auswahl. Wir werden in der nächsten Folge unten zu den Nachtvolk im Keller gehen und die mal Hallo sagen und ein paar Kugeln in den Kopf reinjagen. Bis dahin. Ciao.